Für Altanschließer gibt es gute Nachrichten. Die Kanalanschlussbeiträge werden ab dem neuen Jahr ausgezahlt. Forderungen, die noch offen sind, werden zudem nicht mehr zwangsweise eingezogen. Außerdem werden alle Beiträge, die seit 1993 eingezahlt wurden, an die Bescheidempfänger erstattet. Der Stadtteil Kiekebusch ist davon aber ausgeschlossen. Trotzdem wird behauptet, dass das Finanzierungskonzept für die Rückzahlung nicht sicher ist. Ordnungsdezernent Thomas Bergner kann die Angst nehmen. Und ich möchte einfach ganz klar sagen, es handelt sich hier bei unserem Finanzierungskonzept um ein nicht genehmigungspflichtiges Geschäft. Also wir brauchen keinen Kassenkredit, wir brauchen keinen Investkredit, sowas brauchen wir nicht. Es ist ein nicht genehmigungspflichtiges Geschäft. Für die Erstattung einer geleisteten Beitragszahlung ist ein Antragsverfahren geregelt. Dieses gilt ab dem 31. Dezember. Und diesen Antrag füllt man aus, das ist nicht relativ schwierig, da kommt rein, wie man heißt, wo man wohnt, wie die ehemalige Bescheidnummer hieß und um wie viel Geld es sich handelt und wo das hinüberwiesen werden soll. Und das müssen wir aber machen, um das alles abgleichen zu können, wer kriegt es und wo geht's hin, das Geld. Den Antrag können Altanschließer ab Neujahr auf der Homepage herunterladen. Er kann auch im Technischen Rathaus oder in der Hauptverwaltung von der Lausitzer Wassergesellschaft und Co. KG abgeholt werden.